Hallo Rosemarie. Ja. Wie geht das? Gut. Bin zufrieden. Sehr schön. Was hast du denn da heute mitgebracht? Heute haben sie in der Zeitung gelesen, dass sie, oder haben sie in der Zeitung gebracht, dass man alte Sachen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir auch etwas als im Hobbyraum standen haben. Aha. Das sieht ja super toll aus. Mein Vater war bei einem Forstmeister. Sei Kutscher gewesen. Aha. Und noch, wo die noch älter worden sind und gestorben sind, ist da Sache aufgeteilt worden. Mhm. Und die Erben haben also das fortschmeißen wollen. Und dann hat mein Vater gesagt, das ist schade zum Fortschmeißen. Allerdings ein Trinkservice. Vom Studium. Ja. Ja, da war eine Verbindung. Eine Verbindung. Mhm. Und die haben also da so ein Zinkrohr gehabt. Und es waren 12 Stück. Und da hat man also 12 Bäcker dazu mit Aha. jedem seinem Namen drauf. Alle mit einem schönen Wappen. Mhm. Und also der ist Forstmeister gewesen und das sieht man schon am ganzen Ding. Da ist also der Saukopf ja. an dem Krug. Ist also dahinter hat jeder so einen Zinnbecher gehabt. Und dann haben sie den großen Zinnkrug noch gehabt. Und das haben sie also. Der ist wunderschön. Ist geht gar nicht so was wegschmeißen. Ja, und das ist also, das hätte er die weggeschmissen und hat mein Vater gesagt, das ist ein Ordinger, weil er dort geschafft hat und ja. seine Schwester, also meine Tante, Aha. meine Tode, Tode Peile, ist bei denen Hausdame gewesen in dem Forstmeisterhaus. Aber. Bei uns ist noch daheim gestanden und dann ist von meinen Eltern noch weitergekriegt. Volle Familienstück. Gut. Also da muss man gar nicht selber in der Verbindung gewesen sein, um so einen Krug schön zu finden. Und kann man sich richtig vorstellen, wie das aussieht, wie denn da der Rotwein aus der Sau ja, rausfließt. Also, vielen Dank. Das war jetzt interessant. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss. Hey Leute, hat es euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat es ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.